In der Mitte dieses Sees liegt die Tickinsel, wo der Legende nach das wertvolle Schätzchen von Rauschebart vergraben ist. Schätzchen? Naja, sein Schatz. Ein Schatz? Ei, Matrosen, eine Sekunde. Arg! Wieso klingst du jetzt wie ein Pirat, Grandpa? Arr, ich erzähle euch nun die Geschichte von Rauschebart, dem Piraten. Es gibt auch ein Lied über ihn. Hat jemand eine Quetschkommode dabei? Buford? Ich? Ja. Har, 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 das ist die Ballade von Rauschebart. Har, 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 das ist die Ballade von Rauschebart. Das war's? Ich hab nicht gesagt, dass das Lied besonders lang ist. Wir treffen uns in 5 Minuten am Trampelpfad. Ei, ei, Captain Grandpa! Ha, ha, so lob ich mir das. Auweia, ich find irgendwie meine Unterhose nicht mehr. Seht ihr das, Kinder? Egal, wo ihr hintretet, der Wald ist voll mit Lebewesen. Bleibt immer auf den Wanderwegen, dann könnt ihr euch nicht verlaufen. Und egal, was ihr tut, berührt niemals das orange Moos, das auf der rechten Seite des Chum-Chum-Baums wächst. Wie langweilig. Ich ruf Stacy an. Ist richtig und rechts. Ich hab hier draußen überhaupt keinen Empfang. Euch von dem Moos fern. Die kleinste Berührung und das Moos dringt ganz tief in die Haut ein und verursacht wilde Halluzinationen. Hä? Oje, Mine, ist das die richtige oder die falsche Seite? Nein, halt, die linke Seite war die richtige Seite. Moos? Orange? Kein Seemannsgarn, Freunde, der Rauschebartsee. Da liegt die Tickinsel. Die Knochen derer, die dem Schatz einst hinterherjagten, ruhen auf dem Grund dieses Gewässers. Cool. Dann mal los. Har, 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 das ist die Ballade von Rauschebart. Candice? Har, har, wo ist Candice? Die Ballade von Rauschebart. Guten Morgen, Agent P. Und danke für Ihre Hilfe, Agent E. Verzeihen Sie die Störung, Agent P., aber wir renovieren unser Hauptquartier. Meine Frau möchte mexikanischen Landhausstil mit Eichenholz, schmiedeeisernen Türen. Hey, wow, Agent E., lassen Sie das. Naja, jedenfalls wurde Doofenschmerz von Agent E. auf der Tickinsel gesichtet. Er zieht gerade in die sogenannte verzauberte Höhle der alten Seehexe. Das ist mein Ernst, ich binde Ihnen keinen Bären auf. Wir gehen davon aus, dass er dort ein neues Versteck aufbaut. Wir wollen, dass Sie ihm einen Strich durch die Rechnung machen. Viel Glück, Agent P. Na sowas, das ist echt abgefahren. Ich sehe Perry und einen Adler, die sehen aus wie Geheimagenten und sie reden mit einem Mann in einem Ei. Wahnsinn. Das liegt an dem Moos. Hey, Moment. Wie bin ich hier raufgekommen? Perry hat einen Jetski? Wie abgefahren wird das denn bitte noch? Oh, es wird noch viel abgefahrener, Kevin. Ah! We'll be right back.